Herzlich willkommen zu Wirtschaft TV Lifestyle, heute von der Party des Jahres auf Mallorca und neben mir eine der erfolgreichsten Schlagersängerinnen, Produzentin Deutschlands, Kristina Bach. Hallo. Hallo, es ist so heiß hier, im Grunde genommen könnte das Motto der Party heißen Dancing in the Sauna. Aber ja, toll, wir fühlen uns hier super wohl. Das ist das Ding, wir fühlen uns wohl. Gerade nach dem schlechten Sommer in Deutschland ist es ja schön, mal in der Sonne zu sein. Man fühlt sich direkt so ein bisschen erfolgreicher, schöner. Das brauchen Sie nicht. Sie sind eine der erfolgreichsten Frauen im Musikgeschäft in Deutschland. Gibt es so einen kleinen Geheimtipp, was Ihren Erfolg ausmacht, den Sie uns verraten würden? Ja, ich war immer verheiratet mit der Musik. Und deshalb hat das bei mir im Privatleben nie so richtig geklappt. Während andere geheiratet haben und mit den Männern zusammengeblieben sind und Kinder bekommen haben und einfach ein ganz normales Familienleben gelebt und zelebriert haben, war ich immer nur mit der Musik verheiratet. Das heißt, auf der einen Seite sehr erfolgreich mit der Musik und natürlich auch beflügelt durch die Musik. Auf der anderen Seite haben natürlich die Beziehungen drunter gelitten. Will heißen, alles hat irgendwie seinen Preis. Heißt aber auch nicht, dass ich irgendetwas bereue. Ich bin Musikerin mit Leib und Seele und vielleicht kann man das ja irgendwann auch mal mit der Liebe vereinbaren. Ich würde es mir wünschen. Ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen, danke. Aber einer meiner Lieblingstitel von Ihnen ist Tränen machen stark. Das ja, ist dann ja eigentlich Ihr Motto. Viel weinen, das macht erfolgreich, es bringt zumindest beruflich Glück. Also ich bin zunächst erstmal sehr überrascht, dass Sie den Titel Tränen machen stark kennen und der ist in der Tat sehr, sehr autobiografisch. Ich glaube, dass wir unsere Aufgaben zu erfüllen haben und die sind nicht immer toll. Die kosten natürlich manchmal auch Kraft, Tränen und die bringen einen weiter und machen einen erwachsener. Und davon hatte ich sehr viel. Und wenn ich das nicht erlebt hätte, würde ich heute und hier jetzt nicht so stehen. Mit dieser Erfahrung, mit der Lebensfreude, die ich habe. Ich glaube einfach, dass das Menschsein und das sich weiterentwickeln wichtig ist, dass man eben nicht nur tolle, sondern auch Tiefschläge erlebt, um daran zu wachsen, um auch zu erwachsen, erwachsen zu werden im weitesten Sinne. Und ich freue mich auf das, was noch weiter auf mich zukommt. Ich lebe total gerne und stelle mich jedweder Herausforderung. Und das sieht man Ihnen auch an. Sie strahlen danke, wunderschön. Und meine letzte Frage wäre auch schon, gibt es denn in nächster Zeit ein großes Geheimnis, ein neues Projekt, das wir von Ihnen erwarten können? Es gibt mehrere Projekte. Ich möchte unbedingt ein Musical schreiben. Ich habe einen Newcomer gerade zu Ende produziert. Das wird ein ganz tolles Album. Ich werde ein Musical schreiben, wo sehr wahrscheinlich meine liebe Freundin Hera Lind den Plot schreiben wird. Und werde selber ein Doppelalbum machen mit allen Erfolgen, die ich für andere geschrieben habe, weil viele, viele das gar nicht wissen. Und das war der Wunsch meiner Plattenfirma, ein Doppelalbum zu machen mit Songs, die ich für andere geschrieben habe, neu interpretiert auf meine Art und Weise. Das heißt, ehemals auch englische Songs für Jeanette Biedermann könnten in Deutsch interpretiert werden und gesungen werden. Und wir stecken da gerade mittendrin. Und natürlich gibt es großartige andere Sachen und natürlich darf auch mein Privatleben nicht zu kurz kommen. Das stimmt. Dann eine Frage, ich muss nachhaken. Mit dem Album mit Ihren größten Hits, wird auch Atemlos dann nochmal in einer ganz neuen Version drauf sein? Wäre möglich, wäre gut möglich, aber dann in einer Version, mit der niemand gerechnet hat. Oh, und wenn ich das einer Person zutraue, dann Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für alle Projekte, besonders aber fürs Privatleben. Das haben Sie sich verdient. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Ein sehr charmanter Gesprächspartner. Das muss man mal sagen. Er hat Charme. Ja. Mein Herz schlägt. Danke fürs Zuschauen.